deine Schuld. Musst du gleich so provozieren? Hey, jetzt flipp nicht aus. Du musst nur ein bisschen schlafen, es wird schon wieder. Der hat bestimmt morgen tierische Kopfschmerzen. Ich hoffe, du hast recht. Was ist, wenn er stirbt? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Du hast doch überhaupt erst damit angefangen. Hör doch auf mit der Streiterei. Das bringt doch nichts. Außerdem müssen wir jetzt zusammenhalten. Sonst sind wir dran. Richtig, also bleib cool, okay? Das wird schon wieder. Oh, schnell, er kommt. Wie mir soeben bestätigt wurde, handelt es sich bei Thomas Meyer um eine starke Alkoholvergiftung. Der Arzt sagt, falls er überlebt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit bleibende Schäden davontragen. Wir erwarten die Polizei, die jeden Augenblick eintreffen wird. Die Sache muss untersucht werden. Seine Eltern habe ich bereits informiert. Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Hausmeister hat mehrere Schnapsflaschen in einem Versteck außerhalb des Schulgebäudes, gleich unter den Toiletten, gefunden. Es ist klar, dass Thomas die nicht allein getrunken haben kann. So etwas ist mir während meiner ganzen Schulzeit noch nicht vorgekommen. Der Fall wird lückenlos aufgeklärt. Sollten sich hier im Raum Schüler befinden, die sich hierzu äußern wollen, haben Sie jetzt Gelegenheit dazu. Ja, scheiß nachsitzen. Voll den Druck von meinen Alten. Aber was soll's? Pass mal auf. Wow, was sind die her? Eine für jetzt und die andere für heute Abend. Schau mal, wer da kommt. Hi. Hi. Das sind sie also wieder zusammen, die üblichen Verdächtigen. Das kann ja heiter werden. Wer beaufsichtigt uns eigentlich? Schulze. Schulze? Oh Gott, auch noch der. Der starrt immer auf meine Titten. Du hast doch gar keinen. Hey, locker bleiben. Lass uns erstmal was trinken und dann hoffen wir, dass es der Nachmittag ein bisschen erträglicher wird. Cool, gehen wir zu euch oder zu uns? Hast du übrigens ein paar Becher gedacht? Ich trinke ein Tinnen mit dem da aus einem Becher. Natürlich habe ich welche dabei. Na, wenigstens bist du zu das gebrochen. Was willst du denn hier? Geh woanders pinkeln. Da drin wird gerade sauber gemacht. Glaubst du, da fall ich drauf rein? Sehr schlau, ein Mädchen vor der jungen Toilette Schmiere stehen zu lassen. Scheiße, das ging so schnell, dass ich... Ah, scheiß drauf, den kenne ich. Der ist Thomas. Der hält die Klappe. Aber es wäre vielleicht trotzdem besser, wenn du draußen aufpasst, Marvin. Typisch. Ich habe kaum was abbekommen. Eine Panik, die Bar hat noch geöffnet. Na Thomas, musst du auch nachsitzen? Hast du schon mal Alkohol getrunken? Ja. Ein Stückchen Sekt auf dem Geburtstag, was? Willst du mal was Richtiges probieren? Nö, nee, danke. Ey, lass doch den armen Kerl in Ruhe. Der ist ja noch ein Kind. Das sag ich Schulze. Was geht denn hier ab? Ey, warte mal kurz, ich muss dir was sagen. Ey, wenn du das dem Schulze sagst, geh, dann flieg mal von der Schule. Willst du mir mein Leben versauen, ha? Kommt, gehen wir raus eine Kippe rauchen. Gute Idee, kommst du mit? Nee. Komm, die sind alle voll cool, wir haben noch ewig Zeit, okay? Komm, jetzt, du kommst mit, sei kein Spielverderber. Ja, okay. Prost. 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 Du bist bei einem, klar? Bist du? Ah, ah. Ja, klar. Ich bin jetzt so schön zu sehen, oder?
eurem Alter trinkt man doch kein Alkohol. Was ist denn in der Flasche drin? Das ist der Stolz, auf den alle Erwachsenen total abfahren. Ein Politiker hat mal gesagt, in Bayern darf man nur noch 2 Liter mehr Auto fahren. Okay, ich probier mal ein Stück. Mach dir nichts draus. Guck dir den Marvin an, der trinkt eine halbe Flasche Wodka allein aus, bevor er ihm übel wird. Ja. Und ich habe auch schon eine Flasche Bier getrunken. Wow, aber zwischen Bier und Schnaps ist der Unterschied so groß wie zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Woher willst du wissen, wie es ist, Auto zu fahren? Komm, wir müssen in die Aula. Wenn wir zu spät kommen, stellt Schulze nur Verdacht. Ey, ich will noch mal einen Schluck. Ja, Pech gehabt, das nächste Mal vielleicht. Wenn wir zu spät kommen, fliegen wir noch auf. Also komm. In der Toilette, im Mülleimer, unter dem Papier, da liegt noch mal eine Flasche von dem Zaubertrank, okay? Trink aber nicht so viel, das ist pur, du verträgst schon nicht so viel, okay? Solange ihr das Buchrechnen nicht von Grund auf beherrscht, werdet ihr nicht nur in der Mathematik an eure Grenzen stoßen. Ich denke, da ist jetzt nichts dabei, wenn man mal Alkohol trinkt, auch später mal, aber in gewissen Maßen. Man soll halt nicht zu viel trinken, aber so in geringen Maßen ist schon in Ordnung. Aber wenn man zu viel trinkt, dann ist es scheiße. Wenn ich jetzt irgendwie mal ein Gläschen Wein oder sowas, hätte ich nichts dagegen, aber ich will auch keine Flasche Wodka oder so allein austrinken. Man hat sich da einfach nicht mehr unter Kontrolle und ist nicht schön. Ich würde es auch mich in dem Zustand nicht gern sehen wollen.
Was früher halt viel getrunken wurde, waren die süßen Getränke, also süße Mischgetränke, wobei heute eigentlich eher, wenn, dann Schorle sauer oder dann halt, ja, normal Bier oder mal Wein so. Am Fasching-Umzug, da waren sie alle besoffen und sind rumgerannt wie die Vollidioten. Sah nicht toll aus. Da standen relativ viele um mich rum und ja, später wurde ich dann halt von meinem Vater dann abgeholt. Der Alkohol macht die Menschen krank und tötet sie.